Intellekt wurde im Laufe von Jahrhunderten von Zwergen verfeinert. Bleib mir mit irgendeiner neuen Fraktion vom Balk. Ach, sind jetzt Zwerge mit Knüppel, die hier demonstrieren, weil eine neue Fraktion zu Gwent hinzugefügt wird. Na wunderbar. Willkommen. Dann nehmt ihr halt nicht. Das Turnier beginnt in Kürze. Darf ich mal deine Karten sehen? Klar, hier. Ah, das kommt noch mit den anderen Karten. Na, dann bin ich gespannt. Beeindruckende Auswahl. Da freut er sich. Graf Monnier wartet drin. Tritt ein. Danke. Jetzt die Tür oder was soll ich eintreten? Da bist du ja. Schön, dich zu sehen. Und wie findest du die skellige Fraktion? Wunderbar. Die Fraktion spielt sich sehr gut. Das freut mich zu hören. Gibt es irgendwelche besonderen Turnierregeln? Ich hätte gerne mal einen Überblick. Soll ich dir zuerst deine Kontrahenten vorstellen? Superbe Gewinnspieler aus aller Herren Länder. Hamal Ogendang Bali, ein Kaufmann aus Ophir. Erik von Frog, ein Adeliger aus Novigrad. Und nicht zuletzt sind wir stolz, einen Skelliger willkommen zu heißen. Bist du blind? Eine Skelligerin verflucht. Natürlich, mein Fehler. Agneta Skold mit ihrem herrlichen Inseltemperament. Dazu wunderbares Perlengeschmeide. Ach, und diese Ketten. Die Regeln sind ganz einfach. Jeder Spieler übernimmt für die Dauer des Turniers eine Fraktion. Wer ein Spiel verliert, ist draußen. Der Gewinner gelangt ins Halbfinale, wo er gegen den letztjährigen Turniersieger antritt. Den vortrefflichen Botschafter des Kaiserreichs Nilfgaard, Meister von Hinn. Und wer wiederum dieses Spiel für sich entscheidet, der tritt gegen niemand anderen als mich an, euren bescheidenen Diener. Hände weg von unserem Gwind! Ich will keine neue Fraktionen-Scheiß! Draußen sind Demonstranten. Nicht mal allzu wenige. Hände weg vom Spiel, verdammt! Wir wollen keine neuen Fraktionen! Monnier, du verfickter Bastard! Lass die Zwergentradition in Ruhe! Man kann es nicht jedem recht machen. Die Gewinntraditionalisten wollen verhindern, dass ich den Kanon um Skellige erweitere. Aber wir wollen uns nicht darum scheren. Ob das so ein bisschen Kommentar der Entwickler an so manches Subspektrum der Fangemeinde irgendwie ist, die irgendwie aus relativ unreifen, schnell mal schimpfenden und morddrohenden Trotteln besteht, wenn irgendwas geändert wird an ihrem geliebten Spiel. Es klingt ein bisschen so durch, finde ich. Erzählst du mir, welche Fraktionen die anderen spielen? Das ist kein Geheimnis. Erik von Frog spielt die nördlichen Königreiche. Der Botschafter hat in patriotischer Anwandlung zu Nilfgaard gegriffen. Hamal Ogendang Bali spielt die Monster. Und Agneta Skold hat sich für die Skoyatel entschieden. Meine Wenigkeit wird den Sieger mit Skellige erwarten. Ich will unbedingt den Wert dieser Fraktion demonstrieren. Ich wäre bereit, wenn die anderen es auch sind. Dann komm zu mir auf die Terrasse. Der Herold wird bald den Beginn des Turniers verkünden. Möge das Turnier beginnen! In Runde 1 tritt Agneta Skold gegen Erik von Frog an. Und Gerald von Riva spielt gegen Hamal Ogendang Bali. Schnappen wir uns einen Tisch. Möchtest du etwas setzen? Woran denkst du dabei? Waffen sammle ich. Dein Silberschwert reizt mich. Wenn ich siege, ist es mein. Wenn ich verliere, gebe ich dir auch eine solche Kostbarkeit. Also schön. Klingt interessant. So, aber ich hätte vorher echt gern noch gespeichert. Aber jetzt müssen wir uns einfach extra stark anstrengen, würde ich sagen. Okay. Dein Gegner beginnt. Aha, jetzt haben wir den Hahn. Wenn diese Karte vom Schlachtfeld entfernt wird, sie muss nicht unbedingt sterben. Ich verstehe. Eine mächtige neue. Ja, cool. Klingt gut. Dann würde ich sagen, Wiesemir. Oh, wird gleich durch einen anderen ersetzt.
So, ich glaube, ich spiele den gleich mal, weil ich würde gern wissen, zu was der dann in der nächsten Runde wird. Das ist halt im Grunde, ich verstehe schon, so von der Idee her ist das so eine Karte, die man spielt, damit man in der nächsten Runde verzögert quasi Punkte kriegt. Jetzt passt der mit 0 Stärke auf dem Schlachtfeld. Das ist okay, finde ich. Wenn der das so macht, dann spiele ich jetzt ein paar Karten, die ich nicht unbedingt brauche, und passe. Und dann gewinne ich die erste Runde und starte die zweite Runde mit super mächtigen Monstern. Oh yeah. Ja, okay, wow. Das ist schon ziemlich gut. Ja, gut. Ich glaube, wir haben gewonnen. Aber ich spiele trotzdem noch meine Karten vorher, bevor ich mich zum Sieger erkläre. Ich meine, der hat immerhin 9 Karten auf der Hand und Monster sind bekannt dafür, schnell mal unglaubliche Massen an Superviecher zu spawnen. Und wenn er dann noch irgendwie eine Trompete an die Seite stellt, dann kriegt er auch ganz schnell ganz viel, ganz, ganz super viel Stärke zusammen. Das darf man nicht unterschätzen. Ich hoffe nur, dass er bald irgendwann mal was aufs Spielfeld bringt, das stärker ist als 8. Bei mir gehen gleich die Helden aus und dann kann ich meinen Piraten nicht ausspielen. Helden zählen nicht. Ich glaube, das könnten wir gewinnen. Oh. Was? Warum macht er das? Ist der blöd oder so? Der hätte gerade seine unterste Angriffsreihe verdoppeln können. Und dann hätte er da statt 40, 80 Stärke und ich hätte ja nicht mehr hinterhergekommen. Stattdessen verstärkt er sein blödes Tierchen da hinten und... Ha. Naja, okay. Ich weiß auch nicht genau, was das jetzt war. Ich weiß nur, dass ich jetzt meine letzte Karte gespielt habe. Das heißt, wenn ich jetzt nicht gewinne, dann habe ich verloren. Außer er spielt auch alle seine Karten, dann geht's unentschieden aus. Wäre gespannt, was dann passiert. Letzte Karte. Was ist das? Was macht er? Ich weiß gar nicht, was er getan hat. Ich check's nicht, aber wir haben gewonnen. Aber knapp. 11 Punkte. Ein gutes Spiel. Danke. Und Gratulation zu deinem Sieg. Ich weiß nicht, warum ich mein Schwert verwertet habe. Das Universum muss aufgehört haben, mich zu leiden. Hier, möge es dir gut dienen. Ich hätte nie verloren, wenn du nicht betrogen hättest. In meinem Land leben Verleumder nicht lange. Dafür sorgen wir. Behaupte noch einmal, ich hätte betrogen und ich schneide dir die Zunge raus. Genug! Reißt euch zusammen! Gwind ist ein Sport für Edelmänner. Daher erwarten wir von allen Teilnehmern untadeliges Benehmen. Störungen können wir keinesfalls dulden. Daher sind die Teilnehmer aus Novigrad und Skellige auf Entscheidung von Graf Monnier disqualifiziert. Sport für Edelmänner. Ich bin eine Dame. Und Damen scheißen auf Turniere, bei denen ein lausiger Schwanz sie des Betrugs bezichtigen kann. Runde 1 ist abgeschlossen und dies ist der Stand. Agneta Skold und Erik von Frog, beide disqualifiziert. Gerald von Riva hat Hamal Ogndangbali aus Ophir besiegt. Im Halbfinale begegnet Gerald dem Titelverteidiger, Botschafter von Hin. Ist mir eine Ehre. Jetzt wird das Turnier hier einfach abgekürzt. Da kommt wahrscheinlich, na, das ist wahrscheinlich später noch. Aber gut. Ich finde Ku und Kambi,
ziemlich cool. Ich mag die Karten. Wenn ich die doppelt und dreifach hätte, würde ich die auch noch mit ins Deck aufnehmen. Ja, aber zu viele, dann wird's doch vielleicht. Aber gut, mal schauen. Ach komm, Spiel. Manchmal ist es schon ein bisschen gemein, was für blöde Karten man kriegt. Aber gut. So, der wird mir zu viele Spione rüberlegen, dass ich jetzt gar nicht... Ich brauche gar keine eigene Kampfkraft entwickeln, glaube ich. Macht der für mich wahrscheinlich. Oh, der nimmt ihn zurück auf die Haarhand. Ich spiele jetzt mal Wesimir, weil der ist taktisch nicht so wichtig. Und legt immerhin mal... Ah ja, genau, guck, 6 Stärke fest. Dann haben wir jetzt gewonnen und starten mit einer mutierten Superkuh. Und für die letzte Runde, falls es eine gibt, hole ich die mutierte Superkuh gleich wieder zurück aufs Feld. Dann haben wir nämlich zumindest 8 Stärke in der letzten Runde, auch wenn ich jetzt alle Karten spielen sollte, die wir haben. Super cool. Ich hau jetzt raus, solange der nicht irgendwie einen unglaublichen Super-Twist-Move macht, der mich total aus dem Rennen wirft. Spiele ich jetzt einfach meine Karten. Was hat er denn da gemacht? Ich kriege immer nicht so schnell mit, was da passiert. Auf jeden Fall werde ich ihm jetzt seine Träume vom Triumph zerstören. Da. Mensch, der hat aber noch viele Karten. Mein Gott, warum hat denn der so viele Karten? Der hat ja richtig viele Karten noch. Ich glaube, seine Träume vom Triumph, denen geht's gut. Verdammt. Die sind noch fit. Passe ich jetzt? Nein, ich passe jetzt nicht. Ich gehe jetzt voll aufs Ganze. Er hat noch so viele Karten. Ich glaube, ich verliere jetzt und das macht mich traurig. Der hat dann noch so viel Potenzial auf der Hand. Wer weiß, was der jetzt noch hervorzaubert. Ich habe einen netten Vorsprung, aber 4 Karten, da kann alles kann der noch verändern, wenn er will. Oh, what? Er hätte noch 2 Karten gehabt. Wahrscheinlich nichts Sinnvolles. Na gut, ich hätte ja noch meine Kuh dann in der letzten Runde gehabt zur Not, aber im Grunde Glück gehabt. Botschafter, es war mir eine Freude, gegen dich zu spielen. Die Freude war ganz meinerseits. Glückwunsch, Hexer. Quint wird nicht verunstaltet. Tod allen neuen Fraktionen. Da braut sich was zusammen. Verpisst euch allesamt. Hoch mit den Arschen. Die könnt ihr nach Skellige tragen, ihr behämmerten Inselsäcke. Ich bitte darum, Ruhe zu bewahren und nicht ausfallend zu werden. Du kannst deine Mutter bitten, nicht mehr mit Frettchen zu ficken, Monier. Wurstfinger weg von unserem Quint. Vielleicht könnt ihr mal aufhören zu brüllen und mir einfach euer Anliegen erklären. Das haben wir schon 1000 Mal erklärt. Es hört niemand zu. Ich höre zu. Quint ist ein alter Zeitvertreib. Die Regeln bestehen schon ewig. Genau. Und Naturgesetze werden beherzigt. Es muss 4 Fraktionen geben. Das ist die ideale Anzahl. Wir nehmen es nicht hin, wenn weitere Fraktionen eingeführt werden. Das ist eine Missachtung der Tradition. Genau. Griffel weg vom Quint, sage ich. Und jetzt Schluss. Wir sind nicht zum Schwätzen hier, sondern um ein paar Köpfe für die Tradition rollen zu lassen. Los, Jungs! Ein sympathischer Haufen. Ich schnitze die Schwänze und kack's auf den Fett.
kriege ich aus, dass es den Rest seiner Tage herrscht. Ihr den Hurensohn, diese neue Fraktion aus dem Hirn. Ich schnitzel die Schmette, fickt sein dieser Pöbel. Ja, ein bisschen Ruhe hier. Jetzt machen wir nur wegen euch noch eine neue Fraktion. Die denke ich mir jetzt auf. Abgekühlt. Die. Scheiße. Ich sehe dreifach. Knusper. Nein. Vierfach. Genug. Flocken. Ich rufe die Wache. Fraktion. Lass mich mal, Graf. Na schön. Ihr könnt dieses Turnier stürmen. Aber es wird noch eins geben. Mit weiß der Geier was für Regeln. Wenn sie euch nicht passen, spielt nicht mit. Spielt da, wo es euch gefällt. Aber schreibt anderen nicht vor, wie sie zu spielen haben. Papalapap! Wie mein guter alter Freund Soltan Shivai sagen würde, wenn einer Papalapap sagt, kann er recht haben oder nicht. Aber wenn alle Papalapap sagen, dann wird wohl was dran sein. Also hören wir uns um. Wer hier ist noch deiner Meinung? Soltan Shivai? Den Halunken habe ich ja ewig nicht gesehen. Wie geht es ihm? Soltan, geht es gut. Alles herhören. Unser Ausflug nimmt eine neue Wendung. Wir trinken mit Soltans Kumpel. Moment, meine Herren. Die finale Turnierrunde steht noch aus. Finale Runde. Scheiß drauf. Ich, Yaki Rattiberg, erkläre hiermit meine Teilnahme am Turnier. Und ich verlange, gegen den Sieger anzutreten. Wir werden sehen, ob diese skellige Fraktion auch nur einen Scheißhaufen wert ist. Ein für alle Mal! Einverstanden. Aber bitte Geduld. Zunächst brauchen wir ein Vorfinale. In dem Vorfinale tritt Graf Monnier mit der skellige Fraktion gegen Geralt von Riva an, der ebenfalls die neue Fraktion spielt. Der Traum meines Bruders wird wahr. Beide Kontrahenten im Finale spielen die skellige Fraktion. Viel Glück. Noch mehr okay, als cool. Ich finde die, also das gerade war ja mal sowas von ein Meta-Kommentar, oder? Auf die Videospiel-Community-Szene und sowas. Von wegen, wenn Geralt dasteht und sagt, hey, wenn euch das Spiel nicht gefällt, dann spielt halt nicht mit und schreibt anderen nicht vor, wie sie ihr Spiel zu spielen haben. Wenn das mal nicht irgendwie ein Meta-Kommentar war. Aber ansonsten verstehe ich wirklich überhaupt nicht, warum alle so erstaunt darüber sind, dass das gellige Set so gut mit den anderen Fraktionen mithalten kann. Weil, was sollen das... Hä? Das könnte auch voll überpowered sein, so wie Olaf hier. Die machen einfach alle nur Heldenkarten mit Stärke 100. Und dann hat man ein voll gutes Deck, oder wie? Nach deren Regeln. Also nach deren Verständnis. Oder nach dem, wie das immer kommentiert wird. Das ist ja bescheuert. So mache ich meine Knusper-Flag-Fraktion. Da gibt es dann nur 22 Heldenkarten, die man auf die Hand nimmt. Mehr gibt es auch gar nicht. Und alle haben Stärke 99 und sind unverwundbar. Und zerstören alle gegnerischen Karten, wenn man sie ausspielt. Ja, dann habe ich das beste Deck aller Zeiten erschaffen. Oh, ich habe das dynamische Trio auf der Hand. Nice. Nice. Das dynamische Trio. Zerstörungsheini. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich werfe gar keine Karten ab. Ich meine, ich könnte theoretisch. Aber das ist gefährlich. Aber ich mache es. Ah, verdammt. Hätte ich es mal lieber nicht gemacht. Obwohl, der zusammen mit dem dynamischen Trio ist natürlich schon der God Mode im Grunde. Damit habe ich eine Runde gewonnen, wenn der Gegner nichts dagegen machen kann. Ja, okay. Ich habe ja eh einen Spion auf der Hand. Nehmen wir mal die Karten. So, weil ich gerade gefragt wurde, was die Story von dem DLC ist. Weil nach dem Gwyn-Turnier wenden wir uns hier wieder so ein bisschen
Wobei, es gibt auch viele Nebenquests, die wir machen können, aber dann wenden wir uns wieder ein bisschen der Geschichte zu. Deswegen kann ich das während des Matches vielleicht kurz rekapitulieren. Im Endeffekt ist es eh kurz erzählt. Die Herzogin hier aus dieser neuen DLC-Stadt, Land, hat uns zwei Ritter geschickt, weil seltsame Morde in ihrem Königreich vor sich gehen oder in ihrem Herzogtum oder wie auch immer. Irgendwelche seltsamen Monster überfallen nachts auf offener Straße die Leute und saugen ihnen das Blut aus. Nein! Das ist zwar gemein, aber zum Glück gar nicht so schlimm. Das kann ich noch retten. Und jetzt sind wir mit den Rittern hierher geritten, um die Sache zu untersuchen. Mehr wissen wir eigentlich auch noch nicht. Wir haben schon eine Frau verfolgt, die sich als Vampir Wesen herausgestellt hat, die aber scheinbar nicht der große, böse Übeltäter ist. Ach, come on! Ach, come on! Damit habe ich nicht gerechnet. Jetzt hat die ernsthaft... Ach, come on! Wie... Also, das ist doch gemein. Mein dynamisches Trio zweimal hintereinander brutzelt der das weg. Ich glaube, der spinnt ein bisschen. Das ist ja eine Unverschämtheit. Oh, er spielt ein interessantes Spiel. Ich frage mich, ob ich jetzt passen sollte einfach. Und ich glaube, ich mache das. Das war komisch. Der hat die Karte gerade zurück auf die Hand genommen und jetzt doch nochmal ausgespielt. Naja, gut. Zweite Runde. Wir haben die Herzogin noch nicht mal getroffen. Also wir sind gerade erst eingetroffen. Ich habe irgendwas von Gwent gehört und war so, what? Gwent? Und seitdem spielen wir Gwent. Mein Gegner passt. Ach so, ja, der hat ja die erste Runde gewonnen. Der kann sich jetzt leisten zu passen. Schade. Okay, jetzt kommt die skellige Zufall-Auslos-Funktion, die jetzt entscheiden wird, wer die letzte Runde gewinnt wahrscheinlich. Ah, hätte besser laufen können. Na, bei ihm auch. Dran. Oh, oh, das ist nicht gut. Aber wir werden hier nur noch halb beeinflusst von Winter, zum Glück. Der hier, die Karte macht halt jetzt leider gar keinen Sinn. Aber dafür haben wir noch Ciri auf der Hand. Und das ist gut. Das sieht bis jetzt ganz gut für uns aus. Ich will's nicht verschreien, aber eventuell haben wir gewonnen, würde ich sagen. Mach mal nicht! Dankeschön für den Support, für die Spende. Freut mich sehr. Hallo, Herr Tentakel und Ihre Videos fabulös. Bitte machen Sie weiter so. Grüße. Mach ich und Dankeschön nochmal. Machimanic oder so. Gewonnen! Noch dazu.